Was? Wir müssen reden. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Demichevs Schlinge zieht sich zusammen. Bald könnte er sie haben. Nehmen Sie die Wacht. Sie führt zu den Docks. Wenn Sie dort sind, bergen Sie die E-99-Bombe. Damit können wir die Zeitachse korrigieren. Captain, der Weg ist blockiert. Wenn Sie die Leiter nach unten nehmen, müssten Sie den Kran reparieren können. Dann gelangen Sie auf die andere Seite. Verdammt, der Michef weiß, dass Sie hier sind. Schnell, reparieren Sie den Kran, dann bringe ich Sie auf die andere Seite. Vielleicht gesünder für jeden Abschuss. Sie können den Kran über diese Leiter reparieren, Captain. Achso, nein. Falsch. So. Ist hier noch ein Button-Upgrade-Ding? Ja, gut. Was? Halt. Aber da war doch noch... lustige Moorhuhn schießen. Den Kran reparieren! Ja. Es ist der einzige Weg rüber! Ja. Der Kran, da... Achso, ah ja. Kann man irgendwie... Kommt man da hoch? War da eine Leiter, die ich nicht gesehen habe? Nö, ne? So, die KI bekleckert sich auch nicht mit dem, was für uns ganz praktisch ist. So, wo hast du jetzt den Kran hingefahren, Kollege? Ja, das geht natürlich auch. Und da hinten müssen wir nur ganz hin. Da hinten müssen wir hin. Nein. Wir haben ja sonst nichts vor.
Nagelkanone. Mit einer E99 aufgeladene Kanone, die explosive Nagelgeschosse abfeuert. Jeder Schuss erfolgt bis zur kompletten Aufladung mit leichter Verzögerung. Finden Sie den Zug. Spürnase wieder zugeschlagen. Wir müssen uns ja unsere E99-Vorräte ein bisschen auffüllen. Okay. Das war nämlich etwas teuer eben. Aber scheint sich auch zu lohnen, muss man auch mal sagen. Alter, was? Mach keinen Scheiß. Hab mir nicht gesagt, dass ich sowas nicht mag. Zerstörungswunder. Sie erhalten mehr Munition von Gegnern und fangen dann... Okay. Alter. Angst. Vielleicht, aber erstmal. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Piotr Nikolaj.
zwei Tage her seid Michael mit seiner Gruppe fort ist. Ich frage mich langsam, ob wir nicht mit ihnen hätten gehen sollen. Letzte Nacht haben die Kreaturen angegriffen und die halbe Gruppe getötet. Heute Nacht werden sie wiederkommen. Ich kann sie draußen hören. Sie schnüffeln herum und warten auf die Dunkelheit. So, dann nehmen wir das mal auf. So. Mal gucken, was wir hier haben. Es dauert viel länger zur Bahn zu kommen, als ich gedacht hätte. War das jetzt wirklich nötig? Warte. Das ist wirklich nötig. Okay, und wieder eine Zeitschleife. Angekommen sein wird. Brauchst du denn so lange jetzt? Immer noch nicht. Verrückt. Verrückt, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. So. Oh. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und gut. Dann warte mal ganz schnell. Just, und da sind wir auch schon wieder zurück. Immer just. Gut. Der nächste Speicherpunkt ist dann, glaube ich, auch ein markantes Ende dieser... Oh. Super. Folge. Leer. Und sehr gut. Müllcontainer. Energiezellen und Notiz. Dies sind die Aufzählungen von Pavel Fedorov. Ich mache mir langsam Sorgen um Grigori. Ich habe jetzt seit 4 Tagen nichts mehr von ihm gehört. Er sagte, er wird bei einer aufregenden neuen Transportform testen helfen. Hoffentlich hat der junge Narr sich nicht für etwas Gefährliches freiwillig gemeldet. Oh ja.
Gut. Hm. Bin ich denn so kurzatmig? Wir machen diese Treppe immer kaputt. So. Doch. Was? Egal. Ich, gut, das beruhigt. Wir sind durchgebrochen. Haben alle getötet. Alle. Verzeih mir, Michael. Du hattest recht. Wir hätten mit zu den Docks gehen sollen. Nein. Nein. Tja, doof. Hallo? Schade. Gut. Dann, ist runter wohl unser Weg. Achso. Können wir auch so runter. So. Ernsthaft? Wie witzig. Das war jetzt viel zu einfach, also viel einfacher als vor allem gedacht. Puh, oh, 2100, das ist schon mal gut. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Ja. Volle Gesundheit haben wir schon. Oh, gut. Alter, was? Warum komme ich nicht weg? Gut. Was? Der hat sich jetzt selber in die Luft gesprengt. Sieht beinahe so aus. So, die sind gar nicht so kompliziert. Na dann ist ja gut. Das machen wir gleich. Das machen wir scheinbar jetzt. Ist da noch einer? Scheinbar nicht. Gut, gut. So. Was ist, wenn wir hier... Können wir... Natürlich. Ich habe noch ein letztes Mal versucht, Piotr zu überreden, mit uns zu kommen. Doch ohne Erfolg. Er kann sehr stur sein, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. Meine Gruppe ist heute Morgen losgezogen, mit der Hälfte der Lebensmittel und der Munition. Bisher gab es keine Probleme. Vielleicht haben wir Glück und schaffen es sicher zu den Docks. Michael! Michael! Komm schnell! Wenn wir schon mal hier die Möglichkeit haben, dann bringen wir uns nochmal nach oben. Okay. Gut. Wahrscheinlich sind sie da unten durchgegangen und tja. Die armen Hunde. Haha. So. Den nehmen wir doch gleich nochmal mit.
dass wir zu spät gemerkt haben, dass diese Kreaturen blind sind. Alexei ist unnötig zum Opfer gefallen. Wären wir einfach leise an den Bestien vorbeigeschlichen, würde er noch leben. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Alexei. Uns alle enttäuscht. Danke für den Depot. So. Dann. Ein Speicherpunkt möchte ich sagen. Weiter. Es dürfte nicht mehr weit sein. Aber das erst in der nächsten Folge. Macht's gut und bis denn. Euer Held. Ciao.